Los, 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 Leute! In 5 Minuten beginnt die Show. Seid ihr alle bereit? Pamela! Gloria, alles gut bei dir? Ach, nein, ich kann noch nicht auf die Bühne. Meine Haare, mein Make-up, mein Outfit, alles schlimm. Corinna! Chantal! Ja, was Jacqueline, gibt's? Jacqueline, komm! Was gibt's, Gloria? Ich brauche mein Fiji-Wasser. Oh, einen Moment. Pamela! Ja, Moment. In 3 Minuten, komm! Hallo, wir sind live hier beim World Vision Song Contest in Moos und wir haben jetzt hier Kandidatin aus Frankreich, das ist Gloria. Ich werde jetzt mal versuchen, ein Interview mit ihr zu bekommen. Hallo Gloria! Nein, ich kann jetzt nicht, ja? Ich sehe grauenvoll aus. Ach, weg, weg, weg. Okay, ja, wir werden es zu einem späteren Zeitpunkt nochmal versuchen. Verena! Ja, was möchten Sie, Gloria? Ich brauche mein Fidschi-Wasser. Ihr Fidschi-Wasser und sonst noch was? Ja, ich brauche mein Puder und meine Visagistin. Ein Moment, ich hole sie. Oh, kein Moment jetzt. Noch 30 Sekunden, alle bereit? Trust making.
Und jetzt einen erzogenen Applaus für unsere Gastgeberin Pamela. Dankeschön. Guten Abend, bonsoir, buenas noches und buonasera. Und herzlich willkommen zum World Vision Song Contest. Das waren die Gewinner des letzten Jahres, Tenzing Mörs. Noch einen großen Applaus bitte. Mein Name ist Pamela und ich werde Sie durch den heutigen Abend begleiten. Doch zuallererst möchte ich Sie auf einige Dinge hinweisen. Bitte schalten Sie Ihre Handys aus. Die Notausgänge befinden sich vorne, an den Seiten und hinten. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis. Und jetzt kommen wir zu unserem Preisausschreiben. Ihr habt schließlich alle vorne Lose bekommen und jetzt ist es endlich soweit. George, unsere Tombola bitte. Komm, ich gehe nach vorne. Okay, alles klar. Es ist die Nummer 432.582 und Nummer 5.647. Karl? Oh mein Gott! Klößchen? Weil ich heiße nicht Klößchen. Kommt auf die Bühne, ihr zwei, los. Ihr habt zwei Backstage-Pässe gewonnen. Hey Karl, weißt du. Wie fühlt ihr zwei euch? Nun ja, ich denke, normal. Und du, Klößchen? Weil ich heiße nicht Klößchen. Ist ja auch egal, ihr habt auf jeden Fall die ultimativen Preise gewonnen. Zwei Backstage-Pässe. Was denkt ihr darüber? Coole Sache! Woo! Das ist aufregend hier! Ja, dann schnell ihr zwei, schnell hinter die Bühne. So schnell kann es gehen. Da kommt man nach Mörs und gewinnt zwei Backstage-Pässe. Was die beiden natürlich nicht wissen, ist, dass sie heute auch Gloria hinter der Bühne treffen werden. Und sie würden natürlich auch heute singen. Machen Sie sich bereit für die ultimative, spektakuläre Show. Thank you.
Dann treffen wir super viele Stars und können Fotos mit ihnen machen. Und sie dann auf Facebook posten. Oh ja, hast du gehört? Hier im Backstage-Bereich, ne? Da soll es gratis Sandwiches geben. Sandwich. Oh mein Gott, guck mal, wer da ist. Bist du die, die die Sandwiches macht? Ich mach die Kamera. Gott, ich weiß, ich bin berühmt. Und guck mal, den da. Den wollte ich immer schon mal treffen. Nick. Aus dem Weg. Ich bin Nick, der Techniker und muss irgendwas schrauben. Ja, das war wohl nichts, ne? Na super. Da gewinnen wir 2 Backstage-Pässe und wen treffen wir? Eine Kamerafrau und einen neuen Techniker. Super. Was macht ihr denn hier in meiner Garderobe? Sofort raus hier, Vandalen. Ah ja, Entschuldigung, Gloria. Oh mein Gott, Gloria! Oh mein Gott, kannst du wirklich, kannst du die Unterschreibung springen von dir? Was war das denn jetzt? Brina! Ja, Gloria. Schaff mir diese Blankheit sofort. Hey. Wie blöde Kuh. Wie war das, Agathe? Nichts. Oh, das will ich auch hoffen. Und bitte, kümmere dich um neue Schuhe. Diese passen überhaupt nicht zu meinem Outfit. Aber die haben genau dieselbe Farbe. Ja, aber die Form stimmt ja mal überhaupt nicht. Oh, oh, Justin, Schatz, wenigstens du verstehst mich. Oh, Sally, mein Zuckercrash-Röhrchen. Meine Fresse. Ich hab dir einen Ring gekauft, ja, handgefertigt. Oh mein Gott! Ich liebe dich, mein Pudding-Göckchen! Ja, ich auch. Danke. Oh, wen haben wir denn da? Stark. Ist der Justin, das ist der Chefmanager der Show. Sie sind mit Gloria zusammen? Natürlich. Wahre Liebe findet man halt immer da, wo man es am wenigsten erwartet. Und bei so einem enormen Talent. Oh, Justin, Justin, lass mich für meine Fans singen. Sie sollen wissen, warum man mich die beste Stimme im Universum nennt. Das würde ich dir nicht. Ach, was möchtest du damit sagen? Gefällt dir mein Gesang etwa nicht? Tu, was du willst, also. Okay. Every night in my dreams, I say hello to you, and that's how I know. Okay, Schatz, ich glaube, das reicht. Dass sie mit ihrer Stimme ein Schiff versenken könnte. Und alle würden freiwillig ertrinken. Du hast gleich deinen großen Auftritt. Wir sollten vorher vielleicht noch eine Kleinigkeit trinken gehen. Was meinst du? Oh ja, Schatz? Ja. Joanna! Ja, Joanna, komm schnell! Was gibt's, Gloria? Ich möchte Tee. Okay. Holunder-Tee mit Doppelzucker, zur Hälfte mit Rotwein und Kakaopulver. Was möchtest du, Justin? Ich... Zweimal. Ja, danke schön. Und kümmere dich bitte endlich um die Schuhe. Oh, alles muss man hier selber machen. Oh. Diese miese, fiese Zicke. Nur weil die meint, mit ihren Hüften wackeln zu können, denkt sie, die kann sich alles erlauben? Boah, ich könnte sie umbringen, diese Diva. Löschen? Ja? Hast du das gehört? Sie hat umbringen gesagt. Und Diva. Komm schon, wir müssen sie warnen, diese Gefahr. Applaus für Laura, die für Griechenland angetreten ist. Das war echt super. Das war der erste Show-Act unseres Abends mit Break Your Heart. Your crew's got a high-speed, baby. Before I
Was schreckst du?
Willst du dein Teebeutel schwingen oder was? Ah, was soll das denn hier werden? Komm schon, ich werde aus Gloria Lase nicht mehr schlau und du kannst bestimmt nicht nur bei Tee abkochen, wenn du verstehst, was ich meine. Oh, verschwinden Sie! Ich halte zwar auch echt nicht viel von Gloria, aber noch viel weniger halte ich von nur treuen, ungeilen Business-Machos. Blöde Kuh. Oh, Gloria, als allerliebstes, komm, setz dich zu mir. Ich habe Lust auf Tee. Oh ja, gerne. Wo ist denn hier die Küche? Was fragst du mich? Sehe ich aus wie eine Küchenarbeiterin? Nein. Blöde Kuh. Okay, Justin, auch wenn du da jetzt nichts zugesagt hast, solltest du wissen, dass du immer noch meine wahre Liebe bist. Ja. Wohl eher sein Geldbeutel. Wie war das? Ach, nichts. Oh, will ich auch hoffen. Oh Gott, ich sterbe gleich, wenn ich meinen Tee nicht bekomme. Aber wirklich. Susanna! Gloria! Mr. Justin Dustin! Wir müssen Sie warnen, wir haben Ihnen was mitzuteilen. Wovor denn, meine Hübsche? Ich will Tee. Vor Ihrer Assistentin. Die möchte dich nämlich killen, Gloria. Ach du Schreck. Sie hat Gloria und umbringen gesagt. Und auch gezeigt. Und Diva. Na, die Beate würde mir nie etwas tun. Sie ist vielleicht ein bisschen arrogant und eine eingebildete Schnepfe und ein bisschen dumm ist sie auch, aber immerhin weiß sie, wie man meinen Tee zubereitet und so Arbeitskräfte muss man sich halten. Ich meine, schaut sie euch doch mal an. Los, ganz ehrlich, mein Tee. Als ob sie jemanden umbringen könnte. Keiner aus meinem Team ist ein potenzieller Mörder. Das kann ich euch absolut versichern. Sie wollen nichts tun? Sie wollen nichts gegen die Assistentin unternehmen? Na dann wird es bestimmt Tote geben. Schön. Dankeschön. Was rieche ich da? Tee. Aber kein Rotwein. Liebste, meine Nase ist nahezu so talentiert wie ich. Mich führst du nicht in das Licht. Schatz, mein Kreidescheinchen. Wir tauschen einfach die Becher und du hast dann den Tee mit dem Rotwein. Ich trinke deinen Tee, alles klar? Gute Idee. Also wirklich, aber der ist noch viel zu heiß. Ich möchte, dass du den Tee pustest. Also ihr wollt ernsthaft behaupten, dass sie Gloria umbringen will, ja? Pass auf, ja. Dann verschickt sie den ganzen Tee. Ja, das merke ich. Ist auch schon lau. Probier. Also, ich kann euch eins versichern. Achtung! Solange ich hier Chefmanager bin... Justin, du versaust dir dein ganzes Hemd! Solange ich hier Chefmanager bin, wird hier keiner, und ich wiederhole, keiner wird hier umkommen. Ach du Schreck. Kann man jemand einen Arzt rufen? Oder ein Ärzte? Kann jemand einen Arzt rufen? Schnell. Klößchen. Ja? Ich hatte schon zum Teil recht. Womit? Dass es Tote geben wird. Kommen wir zum nächsten Act von Christopher und Hans für Hörst von Südafrika, aus Südafrika. Thank you.
alle schon wieder. Wir können verstehen, wie du dich fühlst. Nach dem, was deiner Assistentin widerfahren ist. Was? Wie? Ja, die. Aber schau mich das doch einmal an! Was denn? Ich bin noch allergisch gegen Druckerschwärze. Ich glaube, das Main-Topic hier ist nicht die Schwärze. Lies mal, was da steht. Ja, dann halt mal hoch. Wow, das ist ja heftig. Ja, was steht denn da genau? Halte dich fern von deiner Liebe, sonst wird dein Stern erlischen, Gloria. Oh mein Gott, da scheint jemand den Wert wahrer Liebe nicht zu verstehen. Wahre Liebe? Wie war das? Nichts. Kombinieren wir. Jemand, besser gesagt irgendjemand, versucht sie, Gloria, und Mr. Justin Dustin auseinanderzubringen. Oh mein Gott, Justin! Ja, was gibt's, Schatz? Jemand betrug mich! Ich freue mich so für dich, Schatz, aber ich muss ganz schnell wieder weg. Ich muss mich um die Kamera, das Kamerabild kümmern, ja? Ciao, ciao. Immer so beschäftigt, der Arme. Ja, da kann ich was nehmen. Aus dem Weg! Ich muss sofort zu einem super Live-Podcast zu Justin! Dieser Mistkerl hat mich für diese Trellerschlüpfe verlassen. Pardon? Gloria, du, hier? Carla! Kolumna! Welch angenehme Überraschung! Ja. Wie läufst du zwischen dir und meiner, deiner großen Liebe? Ach, ganz gut. Bis auf gewisse Ex-Frauen, die zu unreif und verbissen sind, um über den Trennungsschmerz hinwegzukommen. Unerhört! Du! Na. Wir wollen ja nicht, dass unserer Gloria etwas passiert. Oder Chica. Was ist bitte hier los? Oh, Carla. Herz allerliebstes, was machst du hier? Was eine angenehme Überraschung. Gloria, Schatz. Was machst du denn hier? Was für eine angenehme Überraschung. Justin, Zeit fürs Interview! Selbstverständlich, mein Honigküchlein. Ich mache ein kleines Interview, da bin ich wieder da. Ja, du verstehst das natürlich. Bis dann, Kreischmäuschen. Und das war jetzt die Ex vom Manager. Die Schnepfe kommt über ihren Verlust einfach nicht hinweg. Am liebsten würden wir beide uns umbringen, aber was rede ich da? Schlag mich, Klößchen. Aua, was machst du da? Ach, du bist einfach blöd. Aber wenn die so eifersüchtig auf dich ist, dann hat die bestimmt was damit zu tun, weil eifersüchtige Frauen greifen generell immer zu Revolver und Gift. Die aufgeblasene Pute, der werde ich die Leviten lesen! Ich möchte allerdings nochmal sagen, nochmal einen ganz, ganz großen Applaus für die Marie. Es war echt super. Nun machen wir weiter. Jetzt kommt Laura und Luke mit Billionär für Australien. Pause. Überbrücken, Musik, 2, 3, 4.
Wenn ihr wisst, welchen Schwieger her mit Sam's Crew, the love of this team at this. Yeah, don't forget about me, stupid. Everywhere I go in my mouth, leaving you sad. Into the leather.
hast du einen Bühnencheck? Ach, dann würde es euch checken, Bettina. Also wirklich, Mr. Dustin, jetzt lassen Sie das mal. Diese ganze Show macht sich nicht von alleine. Ja, schon gut. Und was soll ich auf der Bühne checken, wenn ich fragen darf? Keine Ahnung, fragen Sie den Techniker. Irgendwas von Bühnensound, hat er gesagt. Ein zweiter Assist. Schatz! Ich hab mit dir zu reden. Was gibt es denn, mein Tinnitus-Hühnchen? Also, Carla, deine unverschämte Ex will mich umbringen. Ach, du mit deinen Eifersuchtsgeschichten, weißt du. Anyway, mein Kreideschreikaninchen, ich hab dir eine neue Assistentin besorgt, ja? Ich hab halt ein Auge für talentierte Mitarbeiterin. Hallo. Ach, freut mich. Meine alte Assistentin ist leider verstorben, aber machen Sie sich keine allzu großen Sorgen, gehört halt zum Business, was? Ja. Na, super. Wie heißen Sie denn? Sie kann mich Babette nennen. Babette! Hervorragender Name zum Schreiben. Freut mich. Freut mich auch. Ja, dann erzähle ich Ihnen am besten mal, was Sie alles für mich machen können. Okay. Also im Grunde genommen ist es einkaufen, Fußnägel lackieren, einkaufen, kochen, einkaufen, meinen Tee zubereiten. Justin? Ah, Liebes, was gibt es denn? Kann ich mal ganz kurz mit dir? Ja, natürlich. Ach, komm schon, was ist los? Weißt du, ich halte das nicht mehr aus. Du musst mich bei Gloria treffen. Mr. Justin! Carla! Carla! Mr. Justin, Justin, wir müssen ihm was ganz Wichtiges mitteilen. Okay, einer nach dem anderen, bitte. Wir haben sie! Meinen Keks alleine holen. Ich auch. Tust du gar nichts. Komm schon, Schokokookies. Mein Mann und seine Ex. Hi. Ich hab's gewusst. Liebling, du verstehst das alles ganz falsch. Du bist eine Mörderin! Und er ist meine Assistentin umgebracht und machst dich jetzt an meinen Justin, die darf bitte, dir bitte, bitte nicht rein. Ich und eine eiskalte Mörderin, ich kann ja noch nicht mal eine Fliege umbringen. Bitte. Also bitte. Und du bitte, liebst ja nur sein Geld. Ach ja? Ja. TV-Putze! Make-up-Fratze! Spatensender-Reporterin! Du! Du möchtest gern Sängerin. Das nimmst du zurück! Können Sie bitte von der Bühne... Meine Damen, bitte, bitte nicht hier rüber. Ich? Ja? Arbeit, ich werde mich in deine Klamotten einwickeln. Musik! Und von einem Klippenstoß! Ach ja? Deine Klamotten sind ja viel zu knapp auf die Mundi. Mein Name ist Justin Dustin. Ich bin der Chefmanager der Show. Wir haben momentan ein paar technische Schwierigkeiten mit einem Scheinwerfer. In der Zwischenzeit bewundern Sie doch die himmlische Saalarchitektur. Ja, das ist ein Applaus wert. Meine Damen und Herren, ja. Wundervoll. Das war nicht. Und was machen Sie so heute Abend? Ja, okay. So, und weiter geht's auch schon in unserer, in unserem World Vision Song Contest mit Brasilien, mit Christopher, der trägt Message in a Bottle vor. Und ich wünsche Ihnen allen noch sehr viel Spaß an diesem überraschenden und abwechslungsreichen Abend. Dankeschön. Send the SOS to the world. I hope.
someone gets mad. I hope that someone gets mad. I hope that someone gets mad. Since you know about it, what he has passed is out of power. I should have known it right from the start. Only hope can keep me together. Love can mend your life, but love can break your heart. Send an answer as to what. Send an answer as to what. I hope that someone gets mad. I hope that someone gets mad. I hope that someone gets mad. Since you know I. Plan ausgedacht, sodass dir gar nichts mehr passieren kann. Ah ja? Und was für ein Plan, bitteschön? Darf ich präsentieren? Die Doppelgänger-Verwirrungsstrategie. Auf geht's!
Und was macht das jetzt? Weißt du, die beiden werden einfach mit dir die Rollen tauschen. Ich weiß, du bist ein bisschen verwirrt, praktisch zwei Ebenbilder von dir zu sehen, aber keine Sorge, das legt sich, das wird schon. Das ist mein Lieblingsschal. Keine Sorge. Hi, ich bin Roxy. Hi, ich bin Betty und wir finden dich toll. Um Himmels Willen. Ja, ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, aber die werden einfach mit dir die Rollen tauschen und die treten mich auf und ganz so. Ehrlich, als ob irgendjemand von denen darauf reinfallen würde. Skeptisch? Ja. Ich werde es dir beweisen. Hey, Bettina. Na, wer von den dreien hier ist Gloria, na? Na, wer von den dreien ist Gloria? Das weiß ich, lassen mich bloß damit in Ruhe. Machen wir Claude? Seht ihr, sie weiß es nicht. Also, ich würde sagen, super Plan war das. Was geht denn hier ab? Wow. Warum haben die beiden Glorias Kostüme an? Ich muss zu einer Sonntagsmesse. Aber heute ist Samstag. Sie wurde vorverlegt, mein Liebes. Ciao, ciao, man sieht sich. Hallo, Gloria. Hi. Nicht ihr beiden. Ach, ihr Lieben, ich hab so schreckliche Angst. Ach, komm, das wird alles gar nicht so schlimm. Mach dir keine Sorgen, wir werden dir helfen, den Mörder zu finden. Genau, und wir fangen beim Sandwichmann an. Warum das jetzt? Naja, weil ich erstens Hunger habe und zweitens müssen wir ja irgendwo anfangen, den Mörder zu suchen und dann können wir doch gleich bei dem anfangen. Das halte ich für eine leicht dämliche Idee. Ja, aber warum denn? Ich meine, wenn wir schon gleich da sind, dann können wir doch die Sandwiches gleich auf Giftspuren und auf Scheinwerfersplitter überprüfen. Na gut, komm schon. Wie? Und ich will mitsuchen. Ah! Ha! Stehen geblieben, Mörderin! Hey, 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 was machst du da? Was ist hier los? Haben Sie vielleicht einen Massenmörder hier vorbeilaufen sehen, zufällig? Das wüsste ich aber, wenn ich dem begegnet wäre, oder? Also echt, erst der Job weg, dann ein Haufen Detektivplagen, was soll denn noch alles kommen? Entschuldigung. Wir müssen einfach herausfinden, welches Motiv der Mörder haben könnte. Hast du das gehört? Mit der Koordinatorin und dem Manager? Oh ja, ich glaube, da scheint wohl was zwischen den beiden. Aber ich glaube, Gloria wird nicht gerade erfreut darüber sein. Tja, ist echt eine feine Geschichte. Skandalös! Also, war es jetzt die Koordinatorin oder was? Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Oh mein Gott, guck mal, wer da ist. Lass uns verstecken. Oh mein Gott, dieses ganze Chaos macht mich fertig. Und dann auch noch dieser notgeile Manager. Ich könnte kotzen. Panzer! Hey, Löschen, was soll das denn jetzt schon wieder? Das war cool, ne? Habt ihr sie noch alle? Wenn ich es mir recht überlege. Ich habe sie letztens mit Justin Dustin reden hören, über ihn auch noch. Und wenn sie uns nicht sagen, was da war, dann werden wir sie ganz sicher nicht durchlassen, Liebes. Erstens, ja, ihr beiden, ihr Volldeppen, ihr bringt meine ganzen Abläufe durcheinander. Zweitens, als ob ich was mit diesem Vollhorst anfangen würde. Der wird sich doch jede nehmen. Und drittens, wenn ihr mich jetzt nicht sofort vorbeilasst, dann nehme ich diese Büroklammer, reiß euch damit die Haut ab und schmeiß euch in kochende Druckerschwärze. Aber ich bin doch allergisch gegen Druckerschwärze. Komm schon, wir müssen Gloria warnen. Schnell! So, nun wird Luke auftreten mit Slowly für China. Thank you.
sharp and nameless. And hollow inside. Tell me, do you feel the same? Girl, we left the dream they all ran to. Trust me, the chasing is in vain. But the faster you are running, the longer it will take you to find it. So we should go there slowly, run this away from time. The time we need to ease our mind. Slowly, we're gonna let love grow. As long as we take it slow. All these boys are drinking and
Was? Das ist mein Plan, wie wir den Mörder fangen können. Also, der Mörder hat bis jetzt immer nur Frauen umgebracht. Und wenn wir die jetzt hier hinsetzen, dann kann er jetzt versuchen, die zu widerstehen. Und wir verstecken uns da hinten und wenn der Mörder kommt, überwältigen wir ihn. Kann uns was passieren? Ach Quatsch, kann gar nichts passieren. Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Ich mach mir da irgendwie Sorgen. Quatsch! Da kann gar nichts passieren und das ist total sicher. Oh mein Gott, rettet uns! Der Plan ist ein bisschen dämlich, muss ich zugeben. Aber er könnte funktionieren. Lass es uns einfach probieren. Genau. Schaden kann's nicht. Also, der Karl und ich, wir verstecken uns dahin. Und wenn dann der Mörder kommt und euch umbringen möchte, dann kommen wir auf unser Versteck gesprungen und überwältigen ihn. Und dann haben wir den Mörder. Gut, ne? Na dann. Ach, ich hab noch was vergessen. Der braucht ja auch noch was zu morden. So? Ja, such's am besten. Stehen geblieben! Was soll das denn hier werden? Gib's zu! Du hast die ganzen Leute hier umgebracht! Also Kinders, ich mag ein psychisches Wrack sein, das heißt aber noch lange nicht, dass ich rumrenne und lautlachend Scheinwerfer auf Leute werfe und Tees vergifte. Gib's doch zu! Es kribbelt dir schon in den Fingern, ein bisschen rumzumessern, Miss Mörder! Die gebe ich gleich kribbeln in den Finger, Kleines. Haut ab, ich muss den jetzt einen Auftritt absagen. Super Plan! Boah, was kann ich denn da jetzt für... Du bist manchmal sowas von dämlich, Klößchen. Wenigstens habe ich hier schon irgendwas gemacht. Du hast immer nur deine große Klappe. Du vermachst uns hier den ganzen Fall und denkst nur an deine fetttriefenden Sandwiches, Moppelchen. Du bist die schlimmste Freundin, die man haben kann. Jetzt hör doch mal auf. Du bist so doof. Was soll ich denn machen? Mich mit dem Mörder anlegen? Ich habe doch überhaupt gar keine Chance gegen einen Mann. Wie jetzt? Woher weißt du, dass der Mörder ein Mann ist? Jetzt glaubst du, eine Frau aus diesem Team ist in der Lage dazu, den Scheinwerfer einfach so abzuschrauben? Das kann keiner hier. Ach, Klößchen. Manchmal bist du schon ein ganz cleveres Köpfchen. Irgendwie. Hä? Ach, egal. Wir wissen jetzt, der Mörder muss ein Mann sein. Nun haben wir weniger Verdächtige. Da ist schon der Erste. Schnapp ihn, ihr Klößchen. Na, na, na. Ganz ruhig. Worum geht es denn? Ist dir die Tatsache bekannt, dass irgendjemand hier aus dem Team versucht, Gloria umzubringen? Gloria? Oh nein! Was ist denn? Ich bin doch ihr allergrößter Fan! Oh, ganz ruhig. Das wussten wir nicht. Sorry. Aber vielleicht kannst du uns bei was anderem helfen. Hast du den Brief hier schon mal gesehen? Ich? Erstaunlich. Was denn? Das ist doch der Brief, den der Manager in Glorias Garderobe gelassen hat. Der Manager? Was? Oh mein Gott, wir müssen Gloria warnen! Schnell, Klößchen! Und was wird jetzt aus uns? Oh, das gibt auf jeden Fall mal einen großen Applaus für die Tanzgruppe. Der war ja noch besser als der vorherige. Mit This Love für Kanada. All this in my heart.
beiden hier bitte ab, ja? Es gibt auch sowas wie eine Privatsphäre für Stars und ich bin schließlich nicht Paris Hilton. Also, worum geht's? Also, Mr. Dustin... Was ist bitte hier los? Ich rette dich! Lauf weg, Gloria! Was? Los, hey. Abi! Was soll das? Runter von mir! Runter! Hey. Nein, nein, nein! Du bist entlarvt, Mr. Dustin! Du bist der Mörder! Ich weiß es. Was? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Leute, ich... Wir wissen ganz genau, dass Sie den Brief in Glorias Garderobe gelegt haben. Der Bodyguard kann es bezeugen. Was? Ja. Haben Sie das hier vielleicht irgendwo schon mal gesehen? Hä? Das ist aber mein Brief. Justin! Fehler, ich hätte schon... Was für dir ist nicht zu trauen? Ja, und das wissen wir doch auch schon längst. Also geben Sie endlich zu, dass Sie den Brief geschrieben haben. Nein, ich meine, der Brief wurde an mich geschickt. Sei still! An mich geschickt Gib wurde der. Gib zu, dass du den Tee vergiftet und den Scheinwerfer abgeschraubt hast. Aber, Klößchen, jetzt geh mal von dem runter. Was denn? Guck mal, wenn du mal nachdenkst, ne? Mr. Dustin kann es eigentlich gar nicht gewesen sein. Weil, als die Tees vergiftet wurden, da saß auch Mr. Dustin direkt neben Gloria. Also eigentlich hätte auch er den vergifteten Tee trinken können. Und als der Scheinwerfer runtergefallen ist, da war Mr. Dustin gerade mal für ein paar Sekunden von der Bühne runter. Also eigentlich hätte es auch immer Mr. Dustin sein können, der stirbt. Oh, Justin, ich wusste, dass du mir nie etwas antun willst. Aber wenn es Mr. Dustin nicht war, wer war es denn dann? Nick! Ja, Nick? Nick, wieso die Assistentin? Wieso nur? Ich verstehe nicht. Das wollte ich doch nicht! Die war für dich bestimmt, Justin. Alter Freund. Und der Scheinwerfer war schlecht gezielt. Das war Absicht! Oh mein Gott! Du hast mein Leben zerstört. Oh mein Gott! Und meine Liebe ruiniert. Du mit deinem Geben, deiner Arroganz. Sei still! Oh mein Gott! Okay, es war mein Fehler. Okay, also, ich bin schuld und es tut mir jetzt auch leid, dass ich das alles getan habe. Du lügst? Ja, aber verschone mich. Wir haben genug geredet. Ich werde dir nun ein Ende bereiten. Bevor ich dich erledige, sag mir wieso. Wie konntest du mir das so antun? Du warst blind. Sie liebt mich und wir gehören zusammen. Und sie hat Talent und ich habe das Geld und ich kann ihr das Leben geben, das sie verdient, ja? Und das hast du nie verstanden. Du hast mein Leben zerstört. Erinnerst du dich noch an damals? An damals? Yes! Ihr blöden Mistblank! Endlich haben die Sandwiches sich gelohnt. Ich sag nie wieder etwas, Klößchen, versprochen. Oh, Liebster! Oh, mein Liebster! Oh, war das jetzt alles aufregend wird? Und ich wollte ja, aber ich wollte dir helfen, aber dann hat er mit dem Messer und oh mein Gott, was ist das aufregend! Oh Gott, und jetzt haben wir erstmal den Urlaub auf ein Luxuskreuzfahrtschiff mit Whirlpool und du bezahlst das und mit den netten Schmitzern. Oh, und danach fahren wir nach Mallorca zu den Palmen und ich möchte nie wieder eine Show machen! Oh, die Polizei. Oh mein Gott. Hallo zusammen. Was ist denn hier los? Ich sehe einen Techniker, der auf dem Boden liegt. Ein Messer. Was ist denn hier geschehen? Untersuchen Sie es. Herr Wachtmeister, also, ich möchte Ihnen das jetzt erklären. Das war so. Also erst waren wir beide. Und es war super. Und dann kam er mit dem Messer und dann... Herr Wachtmeister, es wäre wohl besser, wenn ich es erkläre. Nick ist überführt. Er ist der Mörder. Nick also? So, leugnen Sie Nick? Nein, ich gestehe alles. Oh, ich habe erst die Assistentin mit Tee und danach Carla Kolumna mit einem Scheinwerfer ermordet. Aber das waren Unfälle. Ich wollte doch Justin... Na, dann kommen Sie mal mit zur Wache.
Dann darf ich mich wohl bei euch für eure tolle Arbeit bedanken. Dank euch haben wir die Mörder festnehmen und die Gefahren deeskalieren können. Die Polizei ist immer da, wo man sie braucht. So, nun kommen wir zum vorletzten Act des Abends. Und natürlich wird es Gloria sein mit Hero Walk für Frankreich. Dankeschön, Dankeschön. Wir müssen noch kurz auf meinen Musiker warten. Und so lange baue ich hier ein bisschen auf. Hey, Dr. Show? Ja? Habt ihr Spaß? Ja? 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 Ich hoffe. Aha, Leute. Ein Musiker kommt. Setz mich schon. 2, 3, 4, Überbrückungsmusik. 2, 3, 4, Überpause. Gattin, Gattin. Verdammt. Wir schaffen das. Wir sind stark. Ich bin heute Sängerin und Notenständer. In einer. So. Black leather boots, spit shine so bright.
what would you say if I said that you could? Wie konntest du mir das antun? Ganz ehrlich, ich rede nicht mehr mit dir. Ach komm schon! Nein! Ich meine, gut, ich hab deine Liebe ruiniert. Ja, hast du! Ich hab unsere Karriere ruiniert. Unsere Vollclub-Karriere, aber. Aber. Weißt du, du hättest jedes Mädchen haben können. Und du suchst dir meine Freundin aus! Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nur, dass es mir wirklich leid tut. Es ist mir wirklich leid. Weißt du noch damals? Lass uns doch einmal performen. So richtig. So wie in alten Zeiten. Nicht ganz richtig. Nimm dir meine Gitarre, ich glaub's nicht. Das überleg ich mir nochmal mit uns. Deswegen wolltest du mich umbringen. Ja, vielleicht. Das ist mein Plex. Das war einmal. Ich muss hier einfach mal aufdrehen. Jetzt geht's los. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, glide up the dark. Hey! Try as I may, I can never explain what I hear when. Besser als weg. Ach komm, tut mir leid,
deine Feuer ausgespannt haben, aber komm. Können Sie zurückkommen. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes to say you'll never leave me. But the touch on your hand says you catch me wherever I fall. Say at best when you say nothing at all. And you say at best when you say nothing at all. Der Tag war heute einfach nur super, es hat alles geklappt. Ich, ja, bitte, einen Applaus bitte. So, nun kommt Jesus auf mein In My House. Von Tenzing Mörs. Thank you.
So, das war der World Vision Song Contest 2011 von und mit Tenzing Mers. Bevor wir diese wunderbar warme Halle verlassen, wollte ich noch ein paar Dinge loswerden. Wir müssen ja auch noch ein bisschen uns bedanken. Alex, wir lieben dich! Ja, danke. Und zwar unser diesjähriges Konzert, das haben wir unter dem Arbeitstitel We Are The World entwickelt. Deswegen haben wir uns überlegt, wir wollen von jeder Karte 1 € an die Kindernothilfe spenden zur Förderung eines Projektes mit Kindern in Kenia. Wem das noch nicht reicht, der kann auch gerne noch am Ausgang in einen kleinen Topf noch was reinschmeißen. Das geht dann auch noch damit drauf. Da könnt ihr noch eine freiwillige Spende hinterlassen für diejenigen, die dann noch mehr tun möchten. So, dann bedanken wir uns erstens bei unseren Sponsoren, allen voran die Grafschaft der Diakonie, die uns mit den Bussen unterstützt haben, die Plakate gedruckt haben, Programmhefte gedruckt haben, Eintrittskarten etc. Dann möchten wir uns bei der Schule bedanken, insbesondere den Hausmeistern, die uns das ganze Wochenende hier betreut haben und noch betreuen werden müssen, leider. Was habe ich hier noch auf meinem Zettel? Ganz wichtig, unsere Partnerinnen, Partner, Eltern, Bekannte, Freunde, Verwandte, die uns in den letzten Wochen eine ganze Menge entbehren mussten, aber jetzt ist es langsam vorbei mit den Singen. Die Zeit wird wieder kommen, eure Leute werden wieder Zeit haben für euch. So, jetzt müssen wir was von Leuten sehen, jetzt müssen wir uns einmal umdrehen. Und zwar da hinten stehen unsere Techniker. Die haben wir noch gar nicht gesehen heute. Einen fetten Applaus für die Techniker, ohne die das gar nicht möglich gewesen wäre. Wenn es jemanden von euch gibt, der... Sehr schön. Wenn es jemanden gibt, der Bock hat, nächstes Jahr auch hier oben zu stehen und mal so richtig hier die Halle zu rocken, damit das Publikum wieder so richtig abgeht, das war sehr schön heute, möchten wir euch gerne einladen, ihr könnt zu uns kommen, da sind wir ja schon, ihr könnt zu uns kommen, montags von 17.30 Uhr bis 20 Uhr ins TVM-Haus an der Haagstraße. Wir nehmen jeden auf, der zwischen 12 und 22 Jahren ist und ein bisschen Bock hat zu singen, Musik zu machen, Theater zu spielen, zu tanzen, Technik zu machen, Bühnen zu bauen, etc. pp. So, von mir aus war es das. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr nichts zu meckern habt, dann... Wer hat denn gewonnen? Könnt ihr jetzt gehen. Ja, wer hat denn gewonnen? Alle. Tenzing Mers hat gewonnen. Ist doch klar. Dankeschön. Werden. Und zwar war das jetzt nämlich mehr oder weniger Alex' letztes Konzert nach 9 Jahren aktiver Tenzing-Arbeit, wenn ich mich da jetzt nicht verrechnet habe. Und in den letzten Jahren auch noch unser Hauptleiter gewesen ist und das hat er einfach ganz, ganz toll gemacht. Und der Alex hört ja nicht ohne Grund auf, weil er könnte uns schon unten verlassen. Richtig. Und da haben wir dann einmal euch stehen für total Weg. 2 Survival-Körbe fertig gemacht für dich. Und zwar darf jetzt erst einmal die Sarah mit dem Baby-Survival-Korb nach vorne kommen. Danke. Ich kann dich gleich schon mal preisgeben. Und dann haben wir uns natürlich gedacht, wenn da deine Frau und dein Kind so ein bisschen so nervtötend sind, was da schon mal passieren kann, haben wir dir natürlich noch einen Männer-Survival-Korb fertig gemacht. Da hast du dann ein paar kleine Zeiten für dein Auto und für dich. Und das ist natürlich von ganz Tenzing Mers. Ich würde sagen, wir bedanken uns nochmal alle mit einem Tosenapplaus bei Alex. Tschüss. Wollt ihr noch eine Zugabe? Ja!
Okay, dann können wir die alle mal aufstehen und ein bisschen Party machen hier, bitte. Alle, die aufstehen. So, lass mal. Aufstehen! 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 I'm a billionaire.
Identity.